mit diesem kleinen Trick noch mehr rausholen aus dem beliebtesten Modus in FC24, Evolutions. Du hast keine Lust, stundenlang den Inform von Joao Cancelo oder David Alaba zu snipen. Hast du es versucht, hat nicht geklappt. Ja, ich habe es auch versucht, aber ich habe da jetzt eine kleine Abhilfe für dich, wo du sogar noch eine bessere Cancelo-Karte bekommst. Außerdem 5 Minuten Zeit für jede Menge Free Packs und Änderungen im Content. Ja, sagen die Leaker, mal schauen. Also es ist die Leaks, die die bekannten Leaker gebracht haben, sollen jetzt angeblich wieder von EA gechanged worden sein. Da habe ich auch ein paar Sätze in diesem Video zu sagen. Servus, Grüße und Hallo, gerne mal Daumen nach oben. Würde mich freuen, wenn wir die 100 Likes wie gestern wieder schaffen. Ja, Freunde, ich habe es gestern angekündigt. Ja, Cancelo, ich wollte den Inform unbedingt haben, habe stundenlang ran gesniped, habe es nicht geschafft. Und dann hat einer von euch hat kommentiert, ey, Swipix, da gibt es eine andere Lösung. Ja, wir können eine bessere Version bekommen, die Inform Evolution, wenn ihr jetzt quasi bei Pep's Legacy reinsteckt, dann hat die hoch, gering Working Rates. Geringe defensive Working Rates beim Außenverteidiger oder vielleicht spielt ihr den sogar im Mittelfeld, sind suboptimal. Außerdem ist es so, also ich könnte jetzt hier bei dieser Pep's Legacy in Cancelo reinmachen, dann bekomme ich eine 91er Karte und habe halt einfach hoch, gering Working Rates. Gut, ich kann es jetzt aufgrund dessen, wenn ich ihn jetzt reinmachen würde, wäre es eine 91er Karte. Hochgering Working Rates, kein dynamisches Bild. Ich müsste jetzt den Inform snipen, der ist bei 210k extinct. Oder ich mache das, was uns ja der gute Herr, sage ich jetzt mal, gestern empfohlen hat. Wir haben es dann auch getestet und es funktioniert. Schritt Nummer 1. Es gibt die Evolution seltener Verteidigungsprofi. Da kannst du jetzt den Gold Alaba reinmachen und schließt das erste Level ab. Okay? Und dann hast du ihn so, wie er jetzt da ist. 87er Alaba, den lässt du dann so. Das läuft jetzt noch 9 Tage, dieses seltene Verteidigungsprofi. Wenn du es nicht abschließt, bleibt er bei der 87. Aktuell kannst du ihn in keine andere Evolution reinstecken, weil er hier ja quasi aktiv ist. Sobald die aber abgelaufen ist, wird er wieder freigeschaltet. Das kann ich dir ganz einfach zeigen. Unter Fels in der Brandung. Bei mir war es so, ich habe den Uedraogo nicht abgeschlossen. Habe hier quasi, dieses Ding ist mittlerweile auch ausgelaufen. Und ja, jetzt könnte ich den Uedraogo hier Fels in der Brandung reinstecken und die Evolution starten. Ich will sie jetzt nicht starten, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass sie nimmt. Ich brauche nur noch draufklicken. Ja, wisst ihr was? Ich weiß eh nicht, was ich da reinstecken soll. Komm, Evolution erhalten, Uedraogo, Evolution beginnen. Habt ihr gesehen? Der war grün, konnte ich ihn reinmachen, fertig. Jetzt kann ich ihn weiterleveln. Und genauso wird es hoffentlich dann auch bei Cancelo gehen. Außer EA change da wieder irgendwas, denke ich allerdings nicht. Dann, wenn in 9 Tagen das abgelaufen ist, mache ich ihn hier rein, in Pep's Legacy. Und dann sieht es so aus, mit 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß und hoch, hoch Arbeitsraten. Sehr geil, oder? Also das ist doch ein Like wert, oder nicht? Ich habe es hier nochmal zusammengefasst, für alle, die sich da vielleicht dann von meiner Erklärung jetzt nicht abgeholt fühlen. Schritt Nummer 1, seltener Verteidigungsprofi, Gold Cancelo starten, Level 1 abschließen, warten dabei belassen, 9 Tage warten, Cancelo in Pep's Legacy, 92. Cancelo mit hoch, hoch und 5,5 erhalten. Fertig. Wahnsinn, oder? Sollte mit jeder anderen Evolution auch funktionieren, geht's gern hierher auf meinetwegen Fujiji, super Seite, passt, bastelt's ein bisschen rum, schaut euch das auch mit Alaba an, könnte da auch klappen, wobei Alaba halt vorher das Team of the Week Upgrade noch braucht, wenn ihr den lieber nehmt. Ich für meinen Teil habe mich vom dynamischen Bild hier getrennt, weil ich den lieber mit hoch hoch habe. Ich habe auch die Goldkarte jetzt mit hoch hoch Arbeitsraten, also im 87er Rating Bereich schon getestet und ich sag's euch ganz ehrlich, fühlt sich sehr viel aggressiver, geiler, aktiver im Mittelfeld an. Okay, dann gab es gestern die Aufgabe unter themenbezogene Teams, für 15 Aufgaben abzuschließen, bekommt ihr jede Menge Free Packs. Ja, Chem-Expert hat es mir wieder hervorragend aufbereitet. Ihr könnt es in 5 Spielen, ihr braucht lediglich 45 verschiedene Spieler, ja, 5 Spiele. Und dann nutzt ihr einfach hier 4x Spiel Nummer 1, 4x Ehrendivise, 4x Serie A, 3x Ehrendivise, Liga F, Spiel 2, Spiel 3, Spiel 4, Spiel 5, baut ihr euch die Teams durch und zack habt ihr die Packs. Am allerbesten wird es funktionieren, ihr macht es mit einem Freund gemeinsam, Freundschaftsspiele, zack, rein, Tor schießen oder müsst ihr auch ein Tor schießen, ja, ich würde es vorsichtshalber machen und dann wieder raus und fertig. 5 Minuten Aufwand
für jede Menge Free Picks und Packs. Ist doch nice von EA. Nehmt ihr bitte definitiv mit. Ich habe es auch schon abgeschlossen. Dann zu den Evolutions. Ja, auch zur neuen Promo. Ich möchte zum gestrigen Video nochmal etwas korrigieren. Wir sind davon ausgegangen, dass wir Fire and Ice einen Tick früher sehen. Jetzt sieht alles danach aus, dass am Wochenende nochmal ein neues Winter Wildcard Promo Team kommt, was ich hervorragend gut finde. Ich finde es geil. Ich liebe Winter Wildcard, so wie der Content gerade da ist. Und Fire and Ice dann nächste Woche. Also das gestrige Video ist dann für nächste Woche bereits aktiv. Da tut es mir leid, wenn ich für Verwirrung gestiftet habe. Ich habe mich da selber irgendwie dann in den ganzen... Team 1 läuft noch 2 Tage, Team 2 8 Tage, dann laufen die vom Best-of laufen noch 2 Tage, das war alles ein bisschen verwirrend in meinem hohen Alter. Tut mir leid, wenn ich dich da mit verwirrt habe. Jetzt ist es klar, Food Sheriff und Food Police haben Karten geleakt, die kommen werden am Wochenende. Winter Wildcard Ademi hat es erst lang geheißen, er würde als Evolution kommen, genauso wie bei Saliba. Ja, und jetzt heißt es allerdings, die sind im Promo-Team drin, genauso wie Becker, Mo Salah, dann Casemiro, Goretzka und Kunde sollen kommen, genauso wie Renato Sanchez, der ist natürlich big. Heute Abend kommt Immobile, kurz noch zu den Evolutions, Freunde. Und da muss ich echt sagen, ja, ganz koscher ist die Sache nicht. Die Liga hauen das immer raus, vor allem Footballis. Und die Karten steigen aber schon einen Tag früher. Also wenn die jetzt beispielsweise so einen eigenen Bereich haben, wo sie sagen, hey Freunde, ich habe jetzt die Informationen, holt mal die Karte, die steigt dann schon. Dann geht die Information nach außen zu uns, zu euch. Und da sind die anderen halt schon wieder beim Verkaufen dann. Ja, das ist immer ein ganz mieses Geschäft. Und ich hoffe einfach nur nicht, dass es so läuft. Aber wenn ihr euch die Footbin-Preisverläufe von Ademi und Saliba anschaut, wann der gestiegen ist, wann die Information an die Öffentlichkeit kam und wann jetzt wieder verkauft wird und jetzt endlich heißt es jetzt, die Evolution kommt doch nicht. Ja, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Ich sage es auch immer dazu, bitte kauft die Karten nicht im Hype. Habt eine gut gefüllte UV-Liste mit potenziellen Goldkarten, die sehr beliebt sind. Also auch so ein Dembele Mendy, können wir gleich mal rüberschauen, Moment. Auch so ein Dembele Mendy und so weiter, solche Karten immer schön UV laufen lassen. Und wenn es dann in Hype kommen, dann seid ihr da auch schon dabei und braucht nicht irgendwelche risikobehafteten Dinge machen, wo sich dann hauptsächlich die anderen Freunde Informationen schon früher haben. Also meine UV-Liste ist ein bisschen so bunt durchgemischt. Kurz noch abschließend zu den Leak-Sachen. Ja, ich weiß, es ist unglaublich interessanter Content, ihr wollt den haben. Ich für meinen Teil muss sagen, glaube jetzt tatsächlich die meisten Sachen Food Sheriff, aber irgendwie entbricht da gerade so ein kleiner Kampf zwischen den beiden, wer jetzt hier die Vormachtstellung hat und die besseren Infos. Ja, wir werden das anschauen, aber das Einzige, was ich dazu sagen möchte, gehen wir bitte vorsichtig an die Sache ran. Ja, wir verbrennen da nicht unsere Coins, wir schauen uns das Schauspiel an. Bisschen bitter ist natürlich so Walker etc. oder auch Cancelo oder Alaba, wenn da mal so eine geile Evolution da ist, dass die Karten relativ schnell extinct gehen. Der Hype ist immens bei den Evolution-Karten. Ich finde, das ist der beste Modus. Ich bin auch gespannt, was du dazu sagst, ob sich die Leaker daran bereichern oder ob ich mich da jetzt täusche. Ich denke eher nicht. Ich glaube schon, dass die da sehr, sehr geschäftstätig unterwegs sind. Und deswegen mahne ich nochmal hier zur Vorsicht. Bin kein Mahner. Aber deswegen habe mir selbst nur gestern gedacht, als erst die ganzen Leaks gekommen sind. Und am Ende hieß es dann, jetzt kommen sie doch im Winter Wildcard Team 3. Fire and Ice ist um eine Woche verschoben. Ich dachte, okay, stinkt zum Himmel. Gut, dann, so wie gesagt, so Rafael Leao und Kunku, Rodrigo, Tomori, Hakimi, die spielbaren Goldkarten. Einfach drauf auf euer Listchen. Ja, plus 2, plus 3K. Und wenn dann wieder so ein Leak kommt, ob er jetzt stimmt oder nicht, schaut euch gerne mal, was mit Rashford gestern passiert ist. Der hat überhaupt nicht in die Anforderungen gepasst. Ist dort trotzdem wieder mal komplett eskaliert. Und daher sind wir da dann auch ein bisschen mit. Dann haben wir auch ein bisschen was vom Kuchen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe einen eigenen WhatsApp-Kanal jetzt gegründet. Wenn ihr da rein sind wollt, da gibt es Trading-Tipps, da gibt es alle meine Termine, da gibt es alle EFC-News, so kleine Tipps und Tricks und natürlich auch so ein paar private Einblicke in mein Leben, was ich immer so treibe, abseits des ganzen Contents von FC24. Wenn ihr da rein wollt, gerne meine IG-Story auschecken, da ist der Weg rein. Und in diesem Sinne zum zweiten Mal, danke fürs Anschauen, gerne noch Video liken. Viel Spaß mit den Evolutions und ja, ein geiles Wochenende schon mal und einen guten Rutsch.